Und das bedeutet, dass es hier in der Tagesordnung weitergeht mit dem Tagesordnungspunkt 11. Dem Ganzen liegt zugrunde ein Antrag der AfD-Fraktion. Es geht um Sofortmaßnahmen gegen soziale Folgen der Inflation. Die AfD schlägt vor, um Folgen durch die Inflation auszugleichen, beispielsweise einen Grundfreibetrag anzuheben, die CO2-Steuer abzuschaffen und die Umsatzsteuer auf Energie auszusetzen. Mehr davon jetzt und mehr dazu jetzt von Ulrike Schielke-Ziesing. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Bürger! Nach monatelanger Untätigkeit der alten Regierung haben wir seit gestern eine neue Bundesregierung. Eine Regierung, die zwar groß verkündet, eine sogenannte Zukunftsregierung zu sein, die aber offensichtlich die Gegenwart komplett ausblendet und die ihre Prioritäten anderswo setzt. Während nämlich die Inflation in Deutschland das höchste Niveau seit fast 30 Jahren erreicht, macht man sich in der Koalition Gedanken über die Freigabe von Cannabis, eine feministische Außenpolitik, die Vergabe der Staatsbürgerschaft für jeden, der nach Deutschland kommt und so weiter und so fort. Der Begriff Inflation kommt im gesamten Koalitionsvertrag ein einziges Mal vor. Dabei ist die Preisexplosion, die wir gerade vor allem in Deutschland erleben, das vergiftete Erbe der Merkel-Koalition mit tatkräftiger Unterstützung der Grünen. Steuern und Abgaben sind in Deutschland auf einem Höchststand und ebenso die sinnlose wie sündteure CO2-Bepreisung heizt die Inflation an. Für viele Familien im Land wird es ein schlimmes Weihnachten werden, wo man sich entscheiden muss, ob man zu Hause heizen wird oder stattdessen Lebensmittel oder Geschenke kauft. Die Lage ist ernst und akut, doch die neue Regierung nimmt sie nicht ernst. Wir haben in Deutschland derzeit eine offizielle Inflationsrate von 5,2%. Was bedeutet das? Alles wird teurer, richtig. Aber auch das gesparte Geld wird abgewertet, die Altersvorsorgebeträge. Alles verliert an Wert, 5,2% in diesem Jahr. Wenn jemand beispielsweise 20.000 Euro auf der Bank hat, dann sind diese 20.000 Euro im Laufe eines Jahres durch die Inflation 1.000 Euro weniger wert. Das sind die realen Auswirkungen der Inflation. Reiche haben mit der Inflation kein Problem. Sie haben in Immobilien und Aktien investiert, die mit der Inflation mitwachsen. Unternehmen haben mit der Inflation kein Problem, weil sie höhere Erzeugerkosten einfach an die Konsumenten weiterreichen. Staaten haben mit der Inflation auch kein Problem. Sie finden Inflation sogar eine gute Sache. Schließlich verschwinden gleichzeitig mit den Ersparnissen der eigenen Bürger auch die eigenen Schulden. Es ist mir unbegreiflich, dass eine Partei wie die SPD, die sich doch in Sonntagsreden stets um die Sorgen der kleinen Leute kümmert, dieses gewaltige Problem einfach links liegen lässt. Die Ampel hat die kleinen Leute verraten und verkauft. So hässlich ist das, und darüber müssen wir reden. Wir müssen aber nicht nur reden, sondern wir müssen handeln. Nicht irgendwann einmal in den nächsten Jahren, sondern hier und jetzt. Unser Antrag zeigt, wie das geht. Wir schieben dabei nicht das Geld von der linken Tasche in die rechte, indem wir den Leuten zuerst hohe Steuern abnehmen und dann großzügig einen Teil davon wieder verteilen, sondern wir entlasten die Bürger sofort und merklich durch Steuersenkung, Abschaffung der unseligen CO2-Steuer, damit Energie nicht unendlich verteuert wird und ärmere Familien im Winter in kalten Wohnungen sitzen müssen, Herabsetzung der Umsatzsteuer für Energie auf 0%, damit die Menschen, die das Land am Laufen halten, mit dem Auto zur Arbeit fahren können, Anhebung des steuerlichen Grund Freibetrages, damit dem fleißigen Mittelstand mehr übrig bleibt. All das sind Maßnahmen, die kurzfristig umgesetzt werden können und unmittelbar Wirkung entfalten. Lassen Sie mich hier auch noch kurz über die Rolle der Europäischen Zentralbank sprechen. Denn wer über die Inflation spricht, der darf die EZB nicht übersehen. Die langjährige Nullzinspolitik und die Gelddruckorgien haben die Voraussetzungen für die Enteignung der deutschen Sparer geschaffen. Die haben nämlich die D-Mark aufgegeben, weil man ihnen versprochen hat, dass der Euro ebenso hart wird wie die D-Mark. Und statt dass jetzt die EZB diese Menschen schützt, die ihr ganzes Erspartes anvertraut haben, erfüllt Madame Inflation Lagarde pünktlich die Wünsche der Pleitestaaten im Süden. Dem muss Einhalt geboten werden. Verweisen wir die EZB auf den ihr nach den Verträgen zustehenden Platz. Stellen wir uns gemeinsam schützend vor den deutschen Sparer und setzen wir endlich Maßnahmen um, die die Inflation wirksam bekämpfen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin. Donnerstag, 9.12.2021, meine Damen und Herren, der Bundestag diskutiert hier auch im Warmen. Aber draußen in Berlin ist es Winter in diesen Stunden. Wir zeigen Ihnen mal einen Blick nach draußen, wo es dummerweise in dieser Sekunde etwas weniger schneit als noch vor einigen Minuten. Es ist rund um das Regierungsviertel jedenfalls ziemlich weiß gewesen vor nicht allzu langer Zeit. Wir gucken wieder auf die Debatte hier. Da haben wir Cansel Kizil-Tepe, auch sie in einer neuen Funktion, nämlich
als parlamentarische Staatssekretärin im Ministerium für Wohnen, Bau und Stadtentwicklung. Das ist ein Thema, um das sich viele Mythen ranken. Dabei betrifft es alle. Die Rechtsaußenfraktion hat ausnahmsweise mal ein wichtiges Thema aufgeschnappt. Da hört es aber auch auf. Auch eine kaputte Uhr ist zweimal am Tag richtig. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sehen an dem Antrag, wie offenkundig fehlerhaft das VWL-Grundwissen hier ist. Die Gedankenspiele um Preisstabilität von Null sind leider irreführend. Inflation ist zu Recht unbeliebt. Wir merken sie an der Tankstelle oder im Supermarkt. Und die Gefahr einer hohen Inflation leuchtet vielen schnell ein. Doch eine zu geringe Inflation ist auch eine Gefahr für die Preisstabilität. Dann kommt die Deflation. Sie destabilisiert das Wirtschaftssystem, weil die Schulden von selbst wachsen. Es ist eine Situation, in der Ihr Rucksack immer schwerer wird, ohne dass Sie auch nur das Geringste dagegen machen könnten. Deswegen widerspricht Ihnen wirklich jede Notenbank der Welt bei einem Inflationsziel von 0%. Und ja, auch der scheidende Bundesbankpräsident Jens Weidmann, dessen Rücktritt Sie für Ihre schlechte Argumentation nutzen wollen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, man muss die Gefahren der Inflation ernst nehmen. Doch da helfen hektisch zusammengeschusterte Maßnahmenkataloge wenig. Sie bedienen einfach nur die Ängste der Menschen, ohne die Ursachen der Preisentwicklungen zu erklären. Es wird von Hyperinflation gesprochen, von Ketchupflaschen oder dem Fahren ohne Bremse. Dabei liegt die große Gefahr darin, dass die Sondereffekte überschätzt werden und die EZB zu schnell handelt. Dann wären die Jobs genau der Arbeiterinnen und Arbeiter in Gefahr, denen Sie hier scheinheilig zur Seite stehen wollen. Ihre falsche Analyse und Hysterie hilft niemandem weiter, doch damit ist Ihr Antrag großzügig gefüllt. Nein, die Inflation ist nicht einfach die Schuld der EZB. Sie suchen einfach einen Sündenbock. Doch die Fakten sprechen eine andere Sprache. Und das von Ihnen verteufelte Gelddrucken der EZB ist erstens ein komplett falsches Bild und zweitens hat eine steigende Geldmenge nichts mit der Inflation zu tun. Sie verbreiten ideologische und veraltete ökonomische Theorien hier. Stattdessen steigen die Preise durch Probleme bei den globalen Lieferketten, ein knappes Angebot an Gas, Containern und Halbleitern und einem Anstieg der Energiepreise. Das kostet uns alle, aber die EZB kann keine Chips herbeizaubern oder den Gashahn mal wieder aufdrehen. Wenn Sie also tatsächlich ein Ende der Nullzinspolitik wollen, dann sollten Sie sich für höhere Löhne einsetzen, statt hier populistische Sonntagsreden zu halten. Danke. Und wir wissen alle, dass Ihre Sozialpolitik nur ein Feigenblatt ist, um Ihre nationalistische Politik zu kaschieren. Ihre Strategie ist es, den Menschen mit Gruselmärchen über Inflation Angst zu machen. Unsere Politik ist eine andere. Wir wollen Menschen eine Perspektive mit höheren Löhnen und einer ehrlichen Klimapolitik geben. Wir erhöhen den Mindestlohn, sichern die Rente, bekämpfen den Klimawandel auf breiter Front. Dafür stehen wir als SPD und als Ampelkoalition. Vielen Dank, liebe. Vielen Dank, Frau Kollegin. Als nächster Redner erhält das Wort der Kollege Dr. Hermann Josef De Brucke, CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Preise sind nicht stabil. Sie schwanken auch wegen Angebot und Nachfrage. Und wenn sie über den Zeitablauf leicht ansteigen, ist das auch nicht schlimm. Ganz im Gegenteil. In den letzten 40 Jahren haben wir in der Bundesrepublik Deutschland sowohl in D-Mark als auch in Eurozeiten Inflationsraten gesehen zwischen 1% und 6%.
in den letzten Jahren nahe 2%. Nehmen wir das Jahr 2020, dann waren es 0,5% aufs Jahr. Das natürlich vor allem auch wegen der Pandemie und der Maßnahmen, die wir ergriffen haben gegen die Pandemie. Jetzt erholt sich zum Glück die Wirtschaft mit einigem Ruckeln und die Preise steigen ebenfalls. Auf das Jahr 2021 rechnen wir mit gut 2,9%. Für das Jahr 2022 werden 2,5% angenommen. Das ist in der Höhe also weder ungewöhnlich noch unerwartet. Und selbst eine Monatsrate von etwa 5% ist nicht unerwartet. Das haben wir schon gesehen. Wichtig ist vielleicht der Trend, der sich da abzeichnen lässt, und dass wir uns fragen, was genau dahinter steckt. Das heißt, welche Preise genau sind gestiegen, was sind die Faktoren, weswegen sie gestiegen sind, wie lange dauern diese Faktoren und vor allem, wer ist betroffen. Und wenn private Haushalte, zumal solche mit niedrigem Einkommen, sich Sorge machen, dann müssen wir das ernst nehmen. Aber das machen wir nicht, indem wir sie weiter verunsichern und verängstigen und wohlfeile, vermeintlich schnelle Hilfen anbieten. Das ist unseriös und das ist auch unpopulistisch. Zumal, wenn die Maßnahmen möglicherweise unzulässig sind, nicht umsetzbar sind, nicht zielgenau sind, nicht effizient sind oder wenn sie längst gefordert sind oder in Teilen auch schon umgesetzt werden. Alles das finde ich leider überwiegend in dem vorliegenden Antrag, den wir also ablehnen. So ist es unzulässig, nach dem Unionsrecht die Umsatzsteuer auf Energie auf Null zu setzen oder das CO2-Emissionshandelssystem abzuschaffen oder die Energiesteuer gänzlich auf Null zu setzen. Auch lehnen wir aus grundsätzlichen Erwägungen die Abschaffung der CO2-Bepreisung ab, genauso wie wir es ablehnen, der Mindestlohnkommission Vorgaben zu machen oder sogar eine Ad-hoc-Anpassung des Mindestlohns vorzunehmen. Unsere Unterstützung findet vielleicht die Anpassung der steuerlichen Grundfreibeträge und auch der Eckwerte, aber nicht pauschal, sondern im Hinblick auf die Inflation, um die es hier geht. Das haben wir zuletzt in der Koalition 2019 mit dem zweiten Familienentlastungsgesetz gemacht. Allerdings sind wir da von 1,5% Inflation ausgegangen. Und jetzt erwarten wir natürlich eine Nachbesserung durch die Koalition, die jetzt neu im Amt ist. Über die Reform der Energiebesteuerung haben wir in grundsätzlichen Zügen und in anderen und weiteren Zusammenhängen viele Vorschläge gemacht, etwa die Reduzierung der Stromsteuer und natürlich auch die Abschaffung der EEG-Umlage. Und insofern kann ich hier sagen, da sind wir längst unterwegs. Meine Damen und Herren, natürlich müssen wir uns als Politik mit Inflation, den Ursachen und den Wirkungen befassen, nicht nur für Unternehmen und Wirtschaftsbereiche, sondern eben auch für private Haushalte. Das machen wir als Union, das machen wir schon lange und das werden wir auch in Zukunft machen. Darum wäre es viel wichtiger und ergiebiger, wenn wir uns nicht mit der Diskussion solcher fragwürdiger Schnellschüsse befassen müssten, sondern uns grundlegender und intensiver und ehrlicher Gedanken machten, wie wir uns gegen unerwünschte Effekte der Geldentwertung schützen könnten. Wie kommen wir raus aus der Pandemie? Ja, sicher nicht, indem wir das Coronavirus weiter leugnen, sondern indem wir uns impfen lassen. Wie erreichen wir eine Reduzierung der Inflationsrisiken anfälliger Lieferketten? Wie kontrollieren wir die Entwicklung der Energiepreise? Und nicht zuletzt, wie fördern wir inflationsgeschützte Vermögensbildung, gerade auch einkommensschwacher Haushalte, etwa durch Bildung von Wohneigentum und dergleichen mehr. Auf die Debatte zu diesen Aufgabenstellungen freuen wir uns als konstruktive Opposition. Den Antrag der AfD lehnen wir ab. Vielen Dank, Herr Kollege Gebrocke. Und da werfen wir schnell einen Blick auf die nächste Rednerin, die hier aufmerksame Verfolgerinnen und Verfolger des Plenargeschehens und des Bundestages auch kennen. Lisa Paus wird das sein, die wir da auch schon sehen. Aber auch Lisa Paus hat eine neue Funktion. Seit wenigen Tagen ist sie stellvertretende Vorsitzende der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Finanzexpertin darüber hinaus. Meine Damen und Herren, die Bild-Zeitung bläst zum Sturm, teuer Schock XXL. Und die AfD verlängert hier in den Deutschen Bundestag mit ihrem Antrag. Das ist einfach nur infam, meine Damen und Herren. Ja, es ist so, im Vergleich zum November 2020 sind die Preise im Monat November um 5,2% gestiegen. Aber
Die 5,2% sind weit weg von XXL oder gar irgendeiner Hyperinflation. Und die 5,2 hatten wir übrigens sogar noch in den 90er Jahren, in den 70er Jahren hatten wir sie eigentlich ständig. Und Herr Tebroke hat schon darauf hingewiesen, in diesem Jahr heißt das eben gar nicht 5,2%, ist völlig irreführend, sondern wir liegen unter 3% Inflationsrate im Jahr 2021. Ja, das ist mehr als 2%, das Ziel der EZB, aber ehrlich gesagt, mit den ganzen Effekten, ne, der Deflation, die wir letztes Jahr und vorletztes Jahr hatten, ist es erstaunlich wenig, wenn man eben bedenkt, dass die Mehrwertsteuer eben jetzt wieder angepasst worden ist auf die 19%, dass die Lieferketten immer noch brüchig sind und ja, dass auch die Energiepreise wieder nachholend gestiegen ist. Es ist richtig, das 1%, das ist nicht nichts. Das müssen wir auch weiter beobachten. Aber das ist weit weg davon, irgendwelche Hysterien auszulösen. Und richtig ist auch, wir müssen schauen, ob wir es abfedern müssen für die Schwächsten. Aber was Sie von der AfD hier vorschlagen, das ist das Gegenteil von dem, was wir jetzt brauchen. Denn Sie setzen mit all diesen Maßnahmen, die in Ihrem Antrag da drin stehen, einfach die Lohn-Preis-Inflationsspirale so richtig, richtig in Gang. Und das ist das Gegenteil von dem, was wir brauchen, meine Damen und Herren. Sie treiben uns in die Inflation mit Ihrem Antrag und nicht das Gegenteil. Jetzt hat ja auch Frau Schilke-Ziesing noch mal deutlich gemacht, ne, dass die EZB wieder schuld ist. In ihrem Antrag ist aber natürlich auch die neue Bundesregierung schuld. Ja. So, in einem Punkt bin ich sehr dankbar, Herr Tebroke, wie Sie hier heute gesprochen haben. Leider hat Herr Lindemann auch aus Ihrer Fraktion sich deutlich anders geäußert. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mit Herrn Lindemann noch mal sprechen könnten, weil er spricht von kalter Enteignung der Bürger und er spricht davon, dass Frau Lagarde dringend mal die Politik ändern muss. Das ist was anderes, als was Sie heute gesagt haben. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn die Unionsfraktion insgesamt zu dem Kurs kommen würde, den Sie hier heute angekündigt haben. Denn alle miteinander wissen, ja, dass selbst wenn die EZB jetzt kurzfristig reagieren würde, und Sie wissen, die EZB muss ihre Politik mittelfristig ausrichten, dass dann erst in gut 12 Monaten ein entsprechender Effekt zu sehen ist. Und auch alle die, die sagen, wieso, die Amerikaner, die machen doch jetzt und warum macht die EZB nicht, auch die müssen mal wissen, dass sie vor einem guten halben Jahr oder Jahr nicht mitbekommen haben, dass die Amerikaner auf ganz anderen Inflationshöhen waren als wir, dass deswegen richtig ist, dass die Fed jetzt reagiert, aber in der Europäischen Union eine völlig andere Situation ist und deswegen die EZB völlig angemessen aktuell reagiert, es im Blick hat, aber nicht kurzfristig hyperagiert. Danke schön. Und auch wenn der Wirtschaftsweise der CDU was anderes behauptet, der Sachverständigenrat, ne, der bisherigen früheren Bundesregierung hat auch noch mal deutlich gemacht, dass er davon ausgeht, dass der Inflationsanstieg vorübergehend ist, dass er davon ausgeht, dass zum Jahresbeginn 2022 der Sondereffekt der Mehrwertsteuer ausläuft, aber dass es wahrscheinlich noch, ne, insgesamt erhöht sein wird, weil wir eben mit Corona noch nicht durch sind, die Krise ja wieder voll am Laufen ist und deswegen wir wahrscheinlich weiter Lieferengpässe haben werden und auch die Energiepreise entsprechend angepasst sind. Und deswegen müssen wir jetzt eben schauen, die Kunst ist jetzt, das Schlimmste zu verhindern, aber gleichzeitig eben die Lohnpreisspirale, die die AfD hier anheizen will, zu verhindern. Und deswegen schauen wir mal in den Koalitionsvertrag, was er für diese Dinge vorgesehen hat. Und da finden wir, dass dort eben der Instrumentenkasten schon vorhanden ist. Im Koalitionsvertrag verankert ist, kein Mensch wird aus der Wohnung fliegen in Zukunft aufgrund der Vereinbarung der Ampel. Die Wohnkosten, der Heizkostenzuschuss, der wird einmalig erhöht, auch um dem entgegenzutreten. Wir werden einen Sofortzuschlag, bevor die Kindergrundsicherung der ganzen Schönheit eingeführt wird, worauf ich mich sehr freue, werden wir einen Sofortzuschlag auch für den Kinderregelsatz einführen, um eben den ärmsten Kindern in diesem Land entsprechende Unterstützung zu geben. Und wir werden auch einen Mindestlohn einführen von 12 Euro, der eben mindestens 20% der Beschäftigten eine entsprechende Entlastung geben wird und auch sehr gut wirken wird gegen dieses Inflationsthema. Erlauben Sie eine Zwischenfrage aus der CDU-Fraktion. Und deswegen, Sie können sich wirklich auf diese zukünftige, auf diese jetzige Koalition verlassen. Wir sind ja seit gestern Koalition. Bitte vertrauen Sie uns. Wir werden das mit Augenmaß beobachten und das Ganze so abwenden, dass solche Vorschläge wie von der AfD hier keinen Platz haben. Danke. Vielen Dank, Frau Kollegin Faust.
Lisa Paus für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, neue stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Es hat sich ja einiges getan im Fraktionsvorstand von Bündnis 90 Die Grünen hier im Deutschen Bundestag. Nicht nur an der Fraktionsspitze, auch bei der ersten parlamentarischen Geschäftsführerin. Und es geht weiter mit der Linksfraktion und Jessica Tatti. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wie geht's Ihnen eigentlich so beim Lesen von AfD-Anträgen? Also mich packt da immer so eine leicht morbide Spannung. Was kommt diesmal völkisch-national, frauenfeindlich oder irgendwie verschwurbelt? Also diesmal tut die AfD zumindest so, als ob sie sehr besorgt wäre über die in der Tat wachsende soziale Ungleichheit durch die hohe Inflation. Aber daraus folgen dann ziemlich skurrile Vorschläge. Für die AfD ist es sozial, wenn die Besitzer von spritfressenden Luxusautos mehr profitieren als die Fahrer von Kleinwagen. Für die AfD ist es sozial, wenn die Bewohner von großen Villen, die viel beheizte Wohnfläche haben, mehr profitieren als Familien in beengten Mietwohnungen. Für die AfD ist es auch sozial, wenn Wohlhabende mit mehr als 800 Euro Zinserträgen weniger Steuern bezahlen müssen, während Leute, die nichts auf der hohen Kante haben, leer ausgehen. Das ist unsozial, das ist wirtschaftspolitischer Unsinn, denn die AfD entlastet Leute mit viel Geld viel stärker als die mit niedrigen und mit mittleren Einkommen. Aber die leiden doch am meisten unter dem Verlust der Kaufkraft. Das ist also ein komplett falscher Weg. Die AfD ist eben nicht, auch wenn sie es noch so oft behauptet, die Partei der kleinen Leute. Es ist die Linke, die konsequent für höhere Löhne und Sozialleistungen gekämpft hat. Die Ampelregierung ist mit dem Anspruch des sozialen Fortschritts angetreten. Machen Sie jetzt etwas gegen die soziale Ungleichheit in diesem Land. Verhindern Sie Stromsperren in diesem Winter. Gehen Sie die Erhöhung des Mindestlohnes unverzüglich an. Stoppen Sie die unerträgliche Tarifflucht vieler Unternehmen und beenden Sie die Mietenexplosion und die massive Altersarmut. Das fördert gezielt diejenigen, die jetzt am härtesten von der Inflation getroffen werden. Das sind die wesentlichen Verbesserungen für Millionen Menschen in diesem Land. Und eine solche Regierungspolitik, das wäre wirklich mal echter Fortschritt. Vielen Dank, Frau Kollegin Tatti. Als nächsten Redner rufe ich auf den Kollegen Pascal Kober, FDP-Fraktion. Sehr verehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Uns liegt ein Antrag der Fraktion Alternative für Deutschland vor, in der die Fraktion Maßnahmen von der Bundesregierung fordert, die sozialen Folgen der Inflation zu mildern. Bei den von der AfD vorgeschlagenen Maßnahmen handelt es sich erstens und im Schwerpunkt um steuerpolitische Maßnahmen. Es geht darum, die Kosten der Energie zu senken durch Absenkung von energiebezogenen Steuern und Abgaben. Was ihnen aber nicht gelungen ist, und das ist eben eigentlich schon auch Anspruch an die eigene Arbeit in diesem Haus, dass sie eins und eins zusammenzählen und dazu auch in der Lage und willens sind. Wenn Sie auf der einen Seite Steuern und Abgaben senken, dann ist schon zu erwarten, dass Sie auf der anderen Seite diesem Haus und den Bürgerinnen und Bürgern auch erklären, wie Sie das finanzieren wollen. Sie können beispielsweise Ihre Reduzierung von Steuern und Abgaben über die Erhöhung von Schulden finanzieren. Sie können es durch die Erhöhung von anderen Steuern finanzieren. Oder Sie können es durch Absenkung staatlicher Leistungen finanzieren. Aber Sie sagen dazu kein Wort, und das genügt in diesem Hause nicht. Deshalb lehnen wir Ihren Antrag ab. Und dann, Frau Schielke-Ziesing, Sie sitzen ja jetzt schon seit 4 Jahren in diesem Hause und im Ausschuss für Arbeit und Soziales. Und jetzt gehe ich mal auf Ihre sozialpolitischen Forderungen ein. Und da ist schon bemerkenswert, dass Sie in diesen 4 Jahren es nicht für nötig erachtet haben oder es vielleicht auch nicht geschafft haben, die für die Hartz-IV-Gesetzgebung einschlägigen 2, es sind nur 2, Bundesverfassungsgerichtsurteile einmal zu lesen. So fordern Sie jetzt in Ihrem Antrag,
dass wir, die Bundesregierung, den Hartz-IV-Regelsatz pauschal, also in einer Pauschale, und das für ein Jahr, also für einen geschätzten Zeitraum, erhöhen sollen. Hätten Sie am besten beide, aber einer hätte gereicht, denn es steht in beiden drin, Bundesverfassungsgerichtsurteile gelesen, dann hätten Sie festgestellt, dass das Bundesverfassungsgericht beides ausschließt, nämlich Pauschalen und geschätzte Zahlen. Und da darf ich mit der Genehmigung des Bundestagsvizepräsidenten aus dem Bundesverfassungsgerichtsurteil zitieren. Da heißt es im Urteil 2010, dass, Zitat, die Festsetzungen der Leistungen auf der Grundlage verlässlicher Zahlen und schlüssiger Berechnungsverfahren tragfähig zu rechtfertigen sind. Und weiter heißt es dort, Zitat, Schätzungen ins Blaue hinein laufen jedoch einem Verfahren realitätsgerechter Ermittlung zuwider und verstoßen deshalb gegen Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz in Verbindung mit dem Sozialstaatsprinzip des Artikels 20 Absatz 1 Grundgesetz. Gleichlautendes hätten Sie auch im Urteil von 2014 lesen können. Und da möchte ich dann schon mal Sie und Ihre Kollegen Springer und Pohl, die heute noch nicht einmal teilnehmen an der Debatte, die aber auch Mitglied im Ausschuss für Arbeit und Soziales waren, bitten, einmal ein bisschen Anspruch an die eigene Qualität der Arbeit zu leisten und uns solche Anträge nicht mehr in den Bundestag einzubringen. Vielen Dank. Herr Kober, erlauben Sie eine Zwischenfrage aus der AfD-Fraktion. Sie waren ohnehin mit der Rede fertig, insofern erübrigt sich Fragen an eine Zwischenfrage. Das Wort erhält nunmehr der Kollege Dr. Martin Rosemann, SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn wir über die Wirkung der Inflation gerade auf Haushalte mit geringeren Einkommen sprechen, dann ist das gut und richtig. Aber dann müssen wir da schon ein bisschen genauer hingucken, uns über die Ursachen dann schon genauer klar werden. Die Ursachen für die aktuelle Inflation sind vor allem folgende. Erstens, wir hatten ja im Rahmen des Konjunkturprogramms eine Senkung der Mehrwertsteuer im vergangenen Jahr. Die gibt es jetzt nicht mehr. Insofern sind die Preise auch aus diesem Grund gestiegen. Wir haben Lieferengpässe, die Preise ansteigen lassen. Wir haben eine allgemeine weltweite Rohstoffknappheit. Und das ist sicherlich richtig, auch die weltweiten Konjunkturprogramme führen ein Stück weit zu einer höheren Inflation im Moment. Das sind aber alles vorübergehende Effekte. Und wenn Sie sich mal beschäftigt hätten mit dem, was Expertinnen und Experten dazu sagen, dann sagen die alle, diese Inflation, die wir im Moment beobachten, ist ein vorübergehendes Phänomen. Und deshalb sollten wir das Ganze nicht dramatisieren, vor allem nicht absurde Ängste schüren, wie die AfD es tut, mit Begriffen wie Inflation zerstört Vermögen und Biografien. Mit den Anträgen und Reden, die die AfD hier hält, verunsichert sie gezielt die Bevölkerung, treibt damit die Inflationserwartung der Bevölkerung nach oben und ist damit wie immer Teil des Problems und nicht Teil der Lösung. Ich und meine Fraktion, wir haben Vertrauen in die Unabhängigkeit der Europäischen Zentralbank, gerade im Hinblick auf die mittel- bis langfristige Inflationsentwicklung. Freilich müssen wir auch politische Antworten darauf geben, und zwar zielgenau. Und das Problem haben wir ja vor allem bei den Energiekosten und damit vor allem bei den Heizkosten. Da wird aber dann häufig übersehen, dass es ja für Empfängerinnen und Empfänger von Grundsicherungsleistungen einen automatischen Ausgleich gibt, weil die Kosten der Unterkunft vollständig übernommen werden. Anders hingegen ist es bei geringen Erwerbseinkommen ohne Grundsicherungsanspruch. Deswegen haben wir noch in der Großen Koalition eine umfassende Wohngeldreform gemacht und werden jetzt mit der Ampelkoalition einen Heizkostenzuschuss für alle Empfängerinnen und Empfänger von Wohngeld einführen, damit die gut über den Winter kommen. Darüber hinaus
wird die Ampelkoalition eine Klimakomponente im Wohngeld einführen. Und bei der Gelegenheit will ich nur mal erwähnen, dass wir auch vereinbart haben, dass es eine faire Teilung des CO2-Preises zwischen Vermietern und Mietern gibt, was wir leider mit der CDU-CSU-Fraktion nicht hinbekommen haben. Also, meine Damen und Herren, diese neue Koalition, im Übrigen schon bevor sie überhaupt ins Amt gekommen ist, handelt entschlossen gegen Corona mit dem Parlament und gemeinsam mit den Ländern. Und diese Koalition kümmert sich gezielt um die wirtschaftlichen und sozialen Folgen. Wir haben die Sonderregelungen beim Kurzarbeitergeld als Brücke über die Krise verlängert. Wir haben den erleichterten Zugang zur Grundsicherung verlängert, die Wirtschaftshilfen verlängert und auch die Entschädigung für die sozialen Dienstleistungen im Rahmen des sogenannten SODEC. Meine Damen und Herren, Corona, die Krise, zeigt doch, wie wichtig ein handlungsfähiger Sozialstaat ist, der zielgenau, unbürokratisch und auf Augenhöhe hilft. Und das ist auch die Agenda der Ampelkoalition für die Sozialpolitik der kommenden 4 Jahre. Nur wenige Stichworte. Mit der Kindergrundsicherung werden wir dafür sorgen, dass Kinder aus der Armut geholt werden und keine Familie davor Angst hat, wegen ihrer Kinder arm zu werden. Mit dem Bürgergeld werden wir dafür sorgen, dass alle, die arbeiten wollen, auch einen guten Weg in Arbeit finden, nicht mit dem Jobcenter vor der Nase, sondern mit dem Sozialstaat als Partner an der Seite. Und vor allem werden wir den Mindestlohn auf 12 Euro als eines der ersten Vorhaben dieser Koalition erhöhen. Denn wer arbeitet, muss mehr haben, und Arbeit muss vor Armut schützen. Ich lade Sie alle ein, liebe Kolleginnen und Kollegen, diese Politik für mehr Respekt hier in diesem Haus zu unterstützen. Herzlichen Dank. Martin Rosemann aus der SPD-Fraktion hat übrigens bei den Koalitionsverhandlungen in der Arbeitsgruppe Sozialstaat und Grundsicherung mitverhandelt. Möchte ich aufgrund des Redebeitrags des Kollegen Pascal Kuber darauf hinweisen, dass Erklärungen des Kollegen und Kollegen sich nicht im Plenarsaal befinden und unter Umständen auch darauf zurückzuführen sind, dass sie krank sind. Insofern wäre ich dankbar, jedenfalls in den Wintermonaten davon abzusehen, einen solchen Vorwurf zu erheben, weil er natürlich auch plenarprotokollarisch und vor allem auch in der Öffentlichkeit zu falschen Eindrücken führen kann. So, nun bekommt die Kurzintervention der Kollege Klaus Wiener. Ja, vielen Dank, dass ich kurz Gelegenheit habe. Wir unterstützen den Antrag nicht, das hat Herr Tebroke ja gerade schon gesagt. Aber ich bin so ein bisschen überrascht über die Gelassenheit, mit der man hier im Hohen Haus über die Inflation spricht. Wir haben viel über den Euroraum gesprochen, aber die Inflation ist eigentlich in vielen westlichen Industrieländern im Moment ein Thema. Das ist nicht nur im Euroraum der Fall, auch nicht nur in den USA. Insofern muss man sich schon überlegen, was dahinter steckt. Und tatsächlich, wir haben es hier zu tun mit einer extremen Geldmengenausweitung. Ich teile auch nicht die These der SPD-Kollegin, die gesagt hat, dass es keinen Zusammenhang mehr gibt zwischen der Geldmengenausweitung und der Inflation. Wir alle wissen, warum es im Moment keine Inflation gibt. Das Geld wird gehortet. Gucken Sie sich die Geldmenge M0 an, die steigt exorbitant. Und ich muss auch noch mal darauf hinweisen, dass die Maßnahmen der EZB im Vergleich zu dem, was in den USA gemacht wurde, deutlich mehr ist. Ja, wir haben eine Ausweitung jetzt der Bilanz der EZB, die liegt bei 60% gemessen am Bruttoinlandsprodukt. In den USA sind es gerade mal etwas über 30%. Wir haben negativen Einlagenzins, den hat es in den USA nie gegeben. Also hier davon auszugehen, dass das kein Problem ist für die Inflation, halte ich für sehr gefährlich. Und wir haben auch das Problem mit den Energiepreisen. Wir alle wissen, dass Energie teurer werden wird. Also zu sagen, das ist ein vorübergehendes Phänomen, halte ich für eine gefährliche These. Ich glaube, wir müssen uns das genau ansehen, damit wir hier auch die richtigen wirtschaftspolitischen Schlüsse ziehen. Und ich würde auch der EZB raten, da die richtigen geldpolitischen Schlüsse zu ziehen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Doktor. Sie könnten gerne antworten, Herr Kollege Dr. Rosemann. Es wäre nett, wenn Sie genau, nur aus Höflichkeit. Und man kann sie auch besser sehen. Also man weiß dann genau, um wen es geht. Sie haben das Wort. Ja, Herr Kollege, ich kann nicht ganz nachvollziehen, wie Sie zu dem Schluss kommen, dass wir das Problem gewissermaßen wegreden oder unterschätzen würden. Das kann ich nicht nachvollziehen. Wir haben ja sowohl Kollegin Cansel Kiseltepe als auch ich dafür plädiert, sich das Problem sehr genau anzuschauen. Und
genau zu analysieren, was sind die Ursachen für die aktuelle Inflation. Und ich empfehle Ihnen einfach vielleicht mal zur Lektüre dazu entsprechende Ausführungen vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung an der Stelle, wo die deutlich unterstützen, was wir gesagt haben, nämlich, dass wir es überwiegend mit einem vorübergehenden Phänomen zu tun haben. Und ich glaube, das ist ja genau unsere Aufgabe, uns mit diesen konkreten Hintergründen auch zu beschäftigen. Nichtsdestotrotz, Sie haben natürlich recht zu sagen, wir müssen uns dieses Phänomen auch längerfristig anschauen. Welche längerfristigen Effekte spielen auch noch eine Rolle? Und es ist so, dass wir als Politik selbst in der Verantwortung sind, weil die Frage von Inflationserwartungen, sage ich jetzt mal unter Ökonomen, vermute ich, ja, die Frage der Relevanz von Inflationserwartungen in dem Zusammenhang hier eine Rolle spielt. Und da ist auch die Frage relevant, was politische Akteure dazu sagen. Und deswegen verbietet sich es eben, hier Dramatisierungen vorzunehmen und Ängste zu schüren, wie es die AfD hier getan hat, weil sie damit selbst die Ursachen legt für höhere Inflation. Und ich will nur, was die Frage der längerfristigen Entwicklung angeht, will ich einfach nur sagen, und ich dachte, das sei Grundkonsens unter den demokratischen Parteien in diesem Haus, dass wir die Unabhängigkeit der Europäischen Zentralbank achten und Vertrauen in die Unabhängigkeit, die unabhängigen Entscheidungen der Europäischen Zentralbank haben. Natürlich können wir unter fachlichen Gesichtspunkten darüber diskutieren, aber als politisch Verantwortliche gebietet es sich, die Unabhängigkeit der Europäischen Zentralbank zu achten. Und angesichts der Tatsache, dass die Inflationsrate im Jahresvergleich bei 3% liegt, glaube ich, dass wir auch der Europäischen Zentralbank an der Stelle die nicht kritisieren brauchen, sondern das Vertrauen in die Europäische Zentralbank, was das europäische Inflationsziel angeht, in jedem Fall gerechtfertigt ist. Und ich hoffe, Sie haben dies auch. Bitte. Herzlichen Dank. Martin Rosemann mit einer etwas längeren Antwort auf die Kurzintervention von Klaus Wiener aus der Unionsfraktion. Die Debatte nähert sich dem Ende. Es gibt allerlei neue Regularien in diesem Bundestag, in diesem 20. Deutschen Bundestag durch die andere Zusammensetzung auch des Parlaments. Und das bedeutet unterschiedlich lange Redezeiten im Vergleich zur letzten Legislaturperiode. Aber was sich im Grunde nicht geändert hat, das ist der Fall, dass zumindest in fast jeder Debatte ein CSU-Redner oder eine CSU-Rednerin die Debatte beendet. Das wird jetzt auch gleich hier der Fall sein mit Johannes Steininger aus der Unionsfraktion. Und dann, wie gesagt, Klammer auf, CSU, Klammer zu. Und was Sie im Hintergrund noch hören konnten, war eine Ermahnung von Bundestagsvizepräsident Kubicki bezüglich der Länge von Antworten auf Kurzinterventionen. Jetzt kommen wir das Ergebnis der Wahlen. Mit Nein haben gestimmt 140 Abgeordnete, Enthaltungen 48. Die Abgeordnete Katrin Göring-Eckardt hat die erforderliche Mehrheit von mindestens 369 Stimmen erreicht. Sie ist zur Stellvertreterin der Präsidentin gewählt. Und ich frage die Kollegin Göring-Eckardt, nehmen Sie die Wahl an, Frau Kollegin? Ich habe es zwar nicht verstanden, aber ich habe es begriffen. Sie nehmen die Wahl an. Ich beglückwünsche Sie persönlich recht herzlich und freue mich auf eine fundierte Verstärkung des Präsidiums. Und jetzt gibt es stehenden Applaus für Katrin Göring-Eckardt, die wieder Bundestagsvizepräsidentin ist, mit 501 Ja-Stimmen gewählt von 736 möglichen. Das ist eine deutliche Auskunft in Richtung Katrin Göring-Eckardt, die schon mal Bundestagsvizepräsidentin gewesen ist, nämlich von 2005 bis 2013. Damit komme ich zu Tagesordnungspunkt 7, Wahl eines Stellvertreters der Präsidentin des Deutschen Bundestages, zweiter Wahlgang. Wieder Mitgliederzahl 736, abgegebene Stimmen 689, mit Ja haben gestimmt 94 Abgeordnete, mit Nein haben gestimmt 572 Abgeordnete, Enthaltungen 21, zwei ungültige Stimmen. Der Abgeordnete Dr. Michael Kaufmann hat die erforderliche Mehrheit von mindestens 369 Stimmen nicht erreicht. Er ist zum Stellvertreter der Präsidentin damit nicht gewählt.
94 Ja-Stimmen für Michael Kaufmann. Das sind noch mal 24 weniger als im ersten Wahlgang, der ja schon stattgefunden hat am Tag der konstituierenden Sitzung des Deutschen Bundestages am 26. Oktober. Also die Kandidaturen werden weitergehen in den kommenden Wochen und Monaten. Und wir sind jetzt tatsächlich angekommen bei Johannes Steininger, dem letzten Redner in dieser Debatte, zu einem Antrag der AfD-Fraktion. Heute sozusagen Tag 1 nach der Wahl des Kanzlers und der Vereidigung der neuen Bundesregierung ist. Und ich ist mir jetzt heute Morgen schon aber auch ein Bedürfnis, nach den Übergaben gestern, nach den Reden, die ich auch gehört habe, nach den Bildern auch in den sozialen Netzwerken, die ich gesehen habe, zu der Übergabe dieser Macht in Deutschland, dass ich schon stolz bin, in einem Land zu leben, wo das so transparent und auch so friedlich läuft. Das ist ein großes Glück und das sollte man bei allem Tagesgeschäft auch nicht vergessen. Und ich wünsche der neuen Bundesregierung alles Gute im Sinne unseres Landes, auch wenn Sie natürlich davon ausgehen können, dass wir als Opposition durchaus den Finger auch in die Wunde legen. Jetzt ist Frau Hessel gerade weg. So als Mitglied des Finanzausschusses freut es einen dann schon, wenn die ehemalige Ausschussvorsitzende jetzt Staatssekretärin im Finanzministerium ist. Von daher da auch noch mal herzlichen Glückwunsch und ich bitte, dies auch noch mal weiterzugeben. Jetzt zum Thema. Es sind ja riesengroße Herausforderungen, insbesondere auch vor dem Finanzministerium. Wir diskutieren die ganze Zeit über die Corona-Krise. Der Klimawandel gehört auch weiter bekämpft. Das sind alles Dinge, die werden viel Geld kosten. Aber es ist schon auch eine große Sorge in Deutschland vor der Inflation. Das ist einfach so. Und ich habe auch so ein Stück weit das Gefühl gehabt, dass bisher in der Debatte das so ein bisschen ja als zu entspannt gesehen worden ist, so ein bisschen gelassen weggewischt worden ist. Weil es natürlich schon so ist, wenn Sie mit den Menschen auch im Wahlkreis sprechen, dann steht ganz oben auf der Liste genau diese Sorge auch vor der Inflation. Da ist eben die Familie, die merkt, dass der Wocheneinkauf am Samstagmorgen einfach teurer wird und das Budget sprengt. Da ist der Pendler oder die Pendlerin, die morgens zur Arbeit fahren muss und merkt, das Benzin, der Diesel wird immer teurer, wie kann ich mir das eigentlich noch leisten? Und da ist auch die Frage des Schreiners, ja, wenn ich überhaupt Holz bekomme, zu welchen Preisen eigentlich und kann ich die überhaupt dann an den Kunden weitergeben? Von daher müssen wir diese Sorgen ernst nehmen. Und es wird genannt, 5,2% ist tatsächlich auch der höchste Wert im Monatsbereich seit 30 Jahren. Deshalb denke ich schon, dass die Inflation eines der meist unterschätzten Probleme in unserem Land ist. So, und dann ist es schon spannend, wenn man sich mal den Koalitionsvertrag anschaut. Im Koalitionsvertrag kommt der Begriff Inflation einmal vor. Einmal vor. Und zwar in dem Kontext, dass dort dann gesagt wird, Zitat, wir nehmen die Sorgen sehr ernst. Also Frau Paus, so einfach kann man es nicht wegwischen. Sie haben ja im Koalitionsvertrag schon geschrieben, dass Sie diese Sorge der Menschen sehen, dass Sie dies sehr ernst nehmen. Aber ich sage jetzt auch, liebe Ampel, Sie sind jetzt in der Regierung. Sie müssen jetzt Verantwortung übernehmen. Sie müssen jetzt auch etwas dagegen tun. Das Beschreiben der Probleme wie im Wahlkampf wird eben jetzt nicht mehr ausreichen. Und deswegen rufen wir Ihnen zu, legen Sie jetzt auch ein Programm vor, um eben diesen Problemen auch zu entgegnen. Was ist dafür notwendig? Auf der einen Seite eine solide Haushaltspolitik, kein Geld ausgeben nach dem Gießkannenprinzip, weil das, was Sie heute an Geldschleusen öffnen, wird morgen Inflation sein. Und ja, zweitens, natürlich ist die EZB eine unabhängige Organisation, aber man kann durchaus auch aus dem Finanzministerium das eine oder andere auf europäischer Ebene in dieser Richtung sagen, dass man sich zurückbesinnt auf den eigentlichen Auftrag, nämlich Geldwertstabilität. Und dann geht es auch um konkrete Entlastung. Und es hat mich schon gewundert, wir haben ja 2019 das letzte Familienentlastungsgesetz gemacht, wo wir jeweils die kalte Progression, also diese heimliche Steuererhöhung durch die Inflation ausgeglichen haben. Und die FDP hat uns immer kritisiert, ihr macht keinen Tarif auf Rädern, das muss hier immer beschlossen werden. So, Koalitionsvertrag, Tarif auf Rädern kommt gar nicht vor. Kalte Progression kommt gar nicht vor. Also ich gehe mal davon aus, dass das ein Versehen gewesen ist. Sie haben das offensichtlich vergessen. Ich rufe Ihnen zu, gehen Sie da schnellstmöglich dran, diese kalte Progression aufzulösen, den Grundfreibetrag zu erhöhen, die Eckwerte zu erhöhen. Weil wenn Sie dies nicht tun, wäre dies eine heimliche Steuererhöhung über 20 Milliarden Euro in der gesamten Legislatur. Und das wollen wir mit Sicherheit nicht. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Steininger.
Johannes Steininger war das aus der Unionsfraktion. Und damit ist diese Debatte auch zu Ende. Und über den Antrag wird abgestimmt. Wer stimmt für den Antrag? AfD-Fraktion. Wer stimmt dagegen? Der Rest des Hauses. Damit ist der Antrag der AfD-Fraktion abgelehnt. Bevor ich und wird auch nicht weiter beraten. Eine Mund-Nasen-Bedeckung, Herr Kollege, heißt Mund-Nasen-Bedeckung. Ich meine jetzt nicht Sie persönlich, sondern die Kolleginnen und Kollegen in diesem Saal. Eine Mund-Nasen-Bedeckung. Ja, also noch einmal. Es ist jetzt keine spezielle Zuordnung zu Fraktionen, obwohl eine Fraktion in besonderer Weise immer heraussticht. Aber eine Mund-Nasen-Bedeckung heißt deshalb Mund-Nasen-Bedeckung, weil sie Mund und Nase bedecken soll. Deshalb noch einmal, momentan noch mal ein friedlicher, freundschaftlicher Hinweis auf die Kolleginnen und Kollegen, auch auf der Tribüne. Doch diese Anordnung der Präsidentin zu befolgen, weil es einfach besser aussieht für alle Beteiligten und auch wirkungsvoller ist und Demonstrationen auf andere Art und Weise gestaltet werden können. Also das war der friedliche Hinweis. Ansonsten muss es Ordnungsmaßnahmen geben und das wird das Präsidium des Deutschen Bundestages auch in entsprechender Weise umsetzen.